Und jetzt geht es los mit den Datensporen. Die Keynote ist vorbei. Die Eröffnungsrede, Kurt, Honky und Neko. Ich hoffe, es sind genug Leute, Zuschauer da. Ihr erklärt uns jetzt, wie es weitergeht. Danke. Ja, willkommen von uns. Die Datenspuren 2020 sind was ganz Besonderes dieses Jahr. Wir machen das ja schon eine Weile, aber so war es noch nie. Denn stell dir vor, es sind Datenspuren und niemand geht hin. Also so ist es ein bisschen. Wir können ja dank Corona dieses Jahr keine Vorträge mit Publikum machen. Wir können nicht mit Kindern basteln und das Fabmobil ist nicht da. Wir können also so ein bisschen eingeschränktes Programm machen. Aber wie machen wir jetzt weiter? Also wir wollen gern die Datenspuren weiter traditionell haben. Und zwar jedes Jahr, jedes Jahr einmal. Und das ist die letzten 16 Jahre. Also brauchen wir mindestens eine Bühne und wir brauchen Ton und Video und eine Remote-Crew, die das halt alles irgendwie betreibt. Aber irgendwie fehlt da immer noch was. Ja, was fehlt da? Na, ihr, die ihr jetzt zuschaut, ihr, die ihr noch gar nicht zuschaut und ihr, die eigentlich mitmachen könnten und noch gar nicht wissen, wie. Aber ihr fehlt, weil sonst seid ihr im Zentralwerk und ihr macht dann halt Dinge möglich, die wir gar nicht eingeplant hatten, sodass das dann insgesamt eine viel schönere Sache wird, als wir uns haben meistens jemals träumen lassen. Also ihr fehlt, die Dinge entdecken, die sich buntes Licht ansehen und auch sich hier treffen, um halt zusammen Dinge zu tun. Was kann man da machen? Also wir haben überlegt, wir haben gesucht, wir haben recherchiert. Unser erster Lösungsvorschlag, den wir jetzt hier zu den Datenspuren testen wollen, ist dieses Workadventure. Geht mal auf datenspuren.de und drückt da auf den Workadventure-Link. Dort kommt ihr zu einer eigenen Instanz eines 2D-Spiels, zu dem euch dann Neko noch mehr sagen wird. Versuch 2 sind, wir haben ganz viele kleine Roboter gebaut, die man im zweiten Stream auf media.ccc sehen kann. Diese sind direkt schon live. Wir haben sie gebastelt, es sind insgesamt 10 Stück aktuell. Es werden noch mehr werden. Man kann sie über das Internet steuern. Aktuell ist es für jeden möglich, diese Roboter zu steuern über DN42. Das heißt, diese Roboter werden auch im Livestream dann noch mit IP-Adressen versehen und dann könnt ihr die über eine Webseite steuern. Machen wir dann gleich. Als dritte Säule, und das machen wir auch jedes Jahr für die Kinder eben, ist, dass wir einen Mindtest-Server anbieten. Dort haben wir 2 Lehrer, die drüben spielen werden mit den Kindern und auch wenn es Konflikte gibt, vermittelnd einwirken werden. Und das ist eigentlich so immer eine tolle Sache gewesen, auf die wir auch dieses Jahr nicht verzichten wollen. Die haben ebenfalls einen Livestream, die mischen ebenfalls Video, werdet ihr dann bekommen. Dies ist ein Test, ja, das ist ein Test, und zwar für Remote-Events mit Leuten, es ist ein Test für den Kongress, es ist ein Test für die Dezentralität, es wird Dinge schiefgehen, es kann ganz viel schiefgehen, aber irgendwie ist es geplant, also wir schauen mal, was wir daraus machen, und wir sind hier, um zu lernen und zu entwickeln, um halt für an die Dinge, die da kommen werden, halt vorbereitet zu sein. Deswegen, Datenspuren.de ist euer Eintrittspunkt, damit könnt ihr überall mitmachen und jetzt werden Neko und Kurt nochmal zu den einzelnen Details was sagen, nämlich zu den beiden anderen Säulen, die ich jetzt nur ganz kurz gezeigt habe. Danke. Ja, hallo. Ich bin Neko und ich zeige euch jetzt erstmal, wie man mit dem Workadventure umgeht. Workadventure kennt ihr so noch nicht. Das ist momentan ein wunderschönes kleines 2D-Spiel, das euch so begrüßt. Ihr dürft einen Namen eingeben. Ihr sucht euch aus, wie ihr aussehen wollt. Ihr könnt auch euren eigenen Avatar designen. Dann betretet ihr das Spiel. Ja. Und dann, dieser Rechner ist nicht gerade sehr leistungsfähig, deswegen dauert es Weichen. Seid ihr irgendwann in der Welt und könnt rumlaufen, euch mit anderen treffen. Naja, dies ist ein Test. Oh. Geht das dann schneller? Das weiß ich nicht. Gut. Jo. Hätte ich doch den großen nehmen sollen. Ja. Genau. Während das hier lädt, kann ich ja das Repo zeigen, auf dem die Karte existiert. Das ist auf GitHub hochgeladen. Unter github.com/c3d2/ds2020-workadventure-test könnt ihr unter im Verzeichnis ZW-Map, ZW für Zentralwerk, die Karte euch unter
Maps anschauen, das sind eigentlich nur große JSON-Dateien, die mit einem speziellen Editor, der Tiled heißt, bearbeitet werden können. Und die Tiles könnt ihr selber auch bearbeiten. Dafür braucht ihr Krita, ein Free- und Open-Source-Zeichenprogramm. Und beides zeige ich euch jetzt. Nun, dann schauen wir uns doch mal Work-Adventure-Test an. Ah ja. Oh. So sieht das aus. Viele Leute wollen gerade mit mir reden. Oje, oje. Ich muss abhauen. Denial of Service. Ja, ja, ich mache ja schon Shift. Ich mache ja schon. Und alle rennen sie hinterher. Hilfe. Genau, so. Genau, das Zentralwerk ist hier wunderschön nachgebaut. Hier ist Haus A, das, in dem befinden wir uns gerade. Ansonsten kann man hier hinten rum auf den Hof zwischen Haus A und Haus B. Da steht Karlchen. Und ansonsten, ja, tobt euch aus. Die Karte ist nur so halb fertig, deswegen ist sie auch auf GitHub zu sehen. Da könnt ihr selber mitmachen, selber die Karte bearbeiten. Wie gesagt, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Zum einen mit dem Tiled Editor, den habe ich hier unten. Das ist die Karte von Haus A, wo wir uns gerade selber befinden. Oh, Entschuldigung. Also Karte von Haus A, wo wir uns gerade selber befinden. Dann gibt es noch outside.json, das ist die Karte, die ich euch gerade gezeigt habe, auf der ich gerade rumgelaufen bin. Dann gibt es noch eine noch nicht wirklich viel bearbeitete Karte HQ. Und ja, Rudi im Innenraum. Das ist soweit die Karte. Hier an der Seite rechts unten habt ihr die verschiedenen Tilesets, die ihr benutzen könnt, um die Karte zu erweitern oder auch neue Tilesets hinzufügen, je nachdem, wie es euch beliebt. Und wenn ihr Tilesets bearbeiten wollt, die schon existieren, die liegen da als Krita-Dateien herum. Ja. Krita sieht im Groben so aus. Ich empfehle sehr die Pixel-Editor Brushes zu verwenden, die vorinstalliert sind. Ich finde sie gerade spontan. Ah, da sind sie, die drei. Für große Flächen, für schraffierte Flächen und für Einzelpixel. Und ja, das ist zum Beispiel die Karte, die ich für draußen verwendet habe. Pflanzt Bäume. Ich kann keine Bäume zeichnen. Wir können noch den Ton anstecken. Genau. Checkt das Repo aus, bearbeitet die Karte, bearbeitet die Tilesets, exportiert sie nach PNG, nutzt eure eigenen Tiles, je nach Belieben, und stellt uns Pull-Requests. Ich werde mich darum bemühen, dass die so schnell wie möglich, sofern sie sinnvoll sind, und die Karte nicht kaputt machen, auch dann benutzt werden können. Ja, dann reiche ich weiter an Kurt. Welcher? Gut, stimmt, ich habe ja hier ein Mikrofon, genau. Auf, voll gut. Ja, vielen Dank, Nico, hier für die kurze Einführung. Bist du auch noch im Chat oder so erreichbar, wenn Fragen sind? Bestimmt, ne? Dann machen wir dann. Ja, natürlich, gut. Ich bin unter im Multi-User-Chat, ich bin im IRC vorhanden. Ich werde auch im Work Adventure rumlaufen, da könnt ihr auch mit mir sprechen. Du wolltest noch die Datenspuren-Webseite haben. Genau, die würde ich mir jetzt einmal nämlich aufrufen. Ich klicke hier mal kurz aus, da wollten schon Leute mit mir reden. So, nur dann. Genau, wir haben auch noch ein bisschen die normale Infrastruktur, die man bisher auch immer von den Kongressen kennt. Wir haben eine Webseite, das ist wichtig, die ist auch rechtzeitig fertig geworden dieses Jahr. Dann haben wir einen Fahrplan. Das findet man hier unter Fahrplan dann. Dann klickt man drauf und dann sieht man, dass wir jetzt hier unseren Talk haben. Ja, Tag 2 sind wir schon heute.
und dann hätten wir hier die Remote-Datenspuren. In diesen Talks, da findet ihr alle wichtigen Links. Wenn irgendwie die Vorträge an ganz bestimmten Orten sind, dann werden wir das dort sammeln und aktualisieren. Also schaut da gerne rein und regelmäßig so. Ein zweiter Anlaufpunkt, den man jetzt immer hier auch von den Kongressen kennt, das sind die sogenannten Streams. Auch da klickt man einfach einmal drauf, kommt hier in den Stream, das ist jetzt sehe ich mich, glaube ich, das wird spannend. Ja. Und dann haben wir hier drei Streams, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, das sind unsere drei Säulen. Das Vortragsprogramm, dann hier Utopia und am Ende hier der Mindtest-Server. So, hier gucken wir mal, was uns Utopia schon sagt. Klick, klack, so. Und es bewegt sich doch, oder? Ja. Ja, da, ja, man sieht, alles bewegt sich. Sehr gut. Man müsste doch, ja, man sieht mich auf der Bühne. Sehr gut. Also, ja, Utopia, willkommen in Utopia. Und dann hier ganz unten noch der Mindtest-Stream. Gut, als nächstes haben wir hier so einen Event-Wiki. Dort werden wir immer irgendwie aktuelle Informationen reintun, die wir mal fix editieren müssen, wenn nicht immer die ganze Webseite editiert werden kann. Auch da guckt bitte nach. Das kann sein, dass hier auch immer dann mal zu den aktuellen Vorträgen Änderungen sind bezüglich, wo man wie jetzt mit den vortragenden Personen interagieren kann, ob die jetzt einen BigBlueButton nutzen oder wie das funktioniert. Da gibt es ja gute Möglichkeiten, neben streams.ccc.de eben dann wirklich auch Interaktion zu ermöglichen. Also guckt bitte hier rein, das wird gepflegt, da werden wir auf jeden Fall gucken. So, mithelfen, das kann man auch noch. Wir werden ja Herald Angels brauchen und so weiter und so fort. Dafür haben wir hier ein Sengel-System unter c3d2.space. Ja, Zengelsystem c3d2.space. Da kann man sich einloggen, da haben wir dann Schichten und da kann man dann auch mitengeln, so wie man das eben kennt von den Chaos-Kongress-Veranstaltungen. Wir haben am MetaMost, um miteinander reden zu können, da bitte hier beim Login etwas verwenden, euch einloggen und dann funktioniert es auch. Wer die T-Shirts mag, das Logo, das Design, der kann anfangen, T-Shirts vorzubestellen. Das sollte auch funktionieren, da einfach draufklicken. Und die letzten drei Links, beziehungsweise die letzten beiden Links hier, das ist Präsentroboter basteln. Da kommt man in das GitHub-Repo von unserem C3PR. Der steht da vorne einer. Und dann als letztes hier kann man dann auch die Roboter steuern. Der Link ist gerade noch mit JavaScript, aber da kommt dann noch was und wie ihr darauf zugreifen könnt. Im Zweifelsfall guckt ins Pet-Event-Wiki hier, guckt euch die Streams an und den Fahrplan und ihr findet uns alle im Workadventure. Und ich denke davon, das ist so der Treffpunkt für heute, das Workadventure. Gut, damit bin ich jetzt erstmal durch. Dann, genau. Dann erscheint zahlreich, partizipiert, nennt uns auf Twitter, nennt uns auf MetaMost. Macht mit, seid dabei, also, ohne vor Ort zu sein. Event auf MetaMost. Mastodon und auch MetaMost. Also alles, beides ist super. Gut, dann vielen Dank, bis bald. Wir freuen uns auf euch. Lasst uns diese Datenspuren testen und sehen, was wir dann für den Kongress draus machen werden können. Gut. Warte, ich gebe das Mikro weiter. Ja. So. Harold. So, wir danken euch. Ich würde um Applaus beten, aber okay. Also im Stream, das VOG klatscht. Das haben wir eigentlich auch noch nie gehabt, oder? Das ist auch das erste Mal. Das VOG sind mehr als Besucherinnen und Besucher hier heute. Ja, mehr Leute vom VOG als Besucher. Interessant. Genau. Wir haben in unserem Fragepad noch keine Fragen gefunden, genau. Deswegen habe ich eine persönliche Frage. Was versprecht ihr euch am Anfang, am Ende der Veranstaltung? Bunte, blinkende Lichter. Eine bunte Work-Adventure-Welt, eine bunte, befahrbare Roboter-Welt und ganz viele Dinge, die wir gelernt haben. Also wir werden das mal versuchen, in der letzten Veranstaltung dann zusammenzufassen. Also es gibt dann am Sonntag, ich glaube um 17 Uhr ein was, wo wir das dann wirklich nochmal dokumentieren.
Aber ich glaube, da gibt es viel Potenzial und wir werden sehen, was wir daraus machen. Also macht mit, das ist das, was ich am meisten mir wünsche, dass es bunt wird. Und dass wir viel für den RC3 lernen. Genau. Und deswegen nochmal danke Neko, danke Honki und danke Kurt.